viele schon davon verwöhnt sind. Richtig. Und was ich sehr schön finde, diesmal die Reißverschlüsse an den Seiten eingearbeitet, die Biesen vorne und hinten. Tolle Farben, Judith. Wir sehen es jetzt an dir angezogen, sieht sensationell aus. Und Natascha, das ist das Magic-Material in Nano-Ausführung. Unten ist sie etwas breiter geschnitten. Hier oben ist sie völlig anders geschnitten, weil sie hat einen Reißverschluss. Sie hat das Knöpfchen. Sie hat hier, Ladies, nochmal Taschen, Eingriffstaschen. So genial, hier links und rechts nochmal eine Eingriffstasche, Ladies. Da werden Sie sowas von begeistert sein. Und jetzt kommt's. Der Preis ist nicht erhöht. Sie wissen, dass die 69,98 der Preis ist, wenn Sie Magic-Hose haben als Joker der Woche, aber Magic, sage ich mal, die klassische Magic, ja? Ja. Das hier ist die Magic Deluxe. Sie könnte genauso gut 119,99 Was kosten. Was es alles schon gab. Alles schon, ja. Auch sogar eine 129 Euro Magic Hose hatten wir auch schon. Schauen Sie sich bitte mal an. Hier ist eine Biese, da ist eine Biese, hier hinten ist eine Biese, da ist eine Biese. Das gibt auch noch mal mehr Hosencharakter dazu. Es gäbe die Hose noch in hellblau. Ich habe gedacht, hellblau gibt es nicht mehr. Nein. Hellblau ist komplett ausverkauft. Anna, zieh schwarz an, Anna, und den Pullover dazu. Die letzten 890, das war's dann vom Joker der Woche. Ein Sensationspreis. Ja. So, Judith, kennst du das? So wie her, so ist geschehen? Ja. Aber so bist du eigentlich gar nicht. Nö. Nee. Ich bin heute hier angekommen, haben sie alle gesagt, oh je, du willst noch bis zur Sendung fertig werden, weil ich war pitschnass. Tatsächlich, ich sah aus, haben sich alle gefragt. Echt? Ja, ja, weil der Bildmischer und der Regisseur der Sendung, der Producer der Sendung, kamen zu mir in die Garderobe, die guckten mich an, wo kommst du her? Da sage ich, frag mich nicht, von Pflanzenkölle. Wir haben Fische gekauft. Ja. Ja, Fische gekauft. Zwei Stunden lang Fische ausgesucht. Und für außen oder innen? Nein, innen. Aber außen, kein außen Teich. Ist, ja, jetzt natürlich die Jahreszeit der falsch dafür. Nee, aber wir haben keinen Teich. Ihr habt innen, was habt ihr ein innen? Ein Aquarium. Mein Mann hat sich gedacht, ein Aquarium sehr, sehr schön. Beruhigend, aber die armen Fische. Die armen Fische? Ja, ich aber die sind doch so kleine Fische. Sind die nicht für Aquarien geboren? Ja, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Tatsächlich, ja. Ach, das ist ja lustig, weil Fische... Das, kennst Fische du, haben doch keine Erinnerung. Ja, die schwimmen einmal hin und schwimmen wieder zurück. Lodi, Lodi. Und es ist jedes Mal wie Wer neu. Sind sie? Wer sind sie? Genau. Bin ich. Weißt du, hast du Findet Nemo gesehen? Ich liebe das. Eine vergessliche Fisch. Ich habe geweint, geschrien vor das Lachen. Das ist so lustig. Weil die hat mich so an mich erinnert. Ja. Toll, ja. Die Natascha, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das mit dem Aquarium sein soll. Also du hast die Fische, ich weiß es auch nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Die Kinder haben die Fische ausgesucht. Ja. Ich habe nur daneben mitgeschrieben, was man alles machen muss. Was sagt denn die Sissi zu den Fischen? Die hat die noch nicht gesehen. Oh, okay. Aber die wird begeistert sein. Denke ich auch, die wird gucken. Die liebt alles. Schnecken, Fliegen, alles, was es so gibt, ja. Übrigens, noch mal ganz kurz zur Magic Hose. Es ist der die lieben Auftritt. Auch alle übrigens. Ja, die wird jetzt gleich ausverkauft sein. Das sind die letzten 33 Sekunden, dass Sie sie noch mal genießen können. Joker der Woche, jetzt in der Trend- und Style-Woche. Natürlich die Bestseller-Hose von Judith Williams. Für Sie noch mal zum Kleinstpreis zu haben. Judith, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, dass du hier alles das Beste gegeben hast. Ja, für 69,99. Wollen wir wirklich auch noch dazu sagen. Ja. Also, es macht mir eine Freude, Sie zu beraten, Ihnen eine Möglichkeit zu geben, wo Sie sagen, Mensch, mal eine Hose, wo ich mich richtig drin